Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Heute machen wir mal eine Kaum-Meditation. Es wird ja immer so gesagt, dass es gut ist, lange zu kauen, bevor man das Nahrungsmittel runterschluckt. Und das lange Kauen fällt ja ziemlich vielen sehr schwer. Teilweise ist das anerzogen, teilweise ist es auch so, dass wir keine Zeit haben, zumindest dass wir denken, wir haben keine Zeit. Und dann geht immer alles hastig, hastig. Und um das zu vermeiden oder um einfach besser kauen zu lernen, kann man das über eine Kaumeditation sich aneignen. Also man nimmt gezielt sich vor, lange zu kauen. Wenn du möchtest, kannst du das Video kurz anhalten und dir jetzt mal so ein Nahrungsmittel holen, was du essen möchtest. Ich habe mir jetzt ein Stück Käse genommen. Du kannst aber ganz was anderes dir nehmen, wonach dir gerade ist und wo du denkst, das würde jetzt passen. Und dann geht es darum, dass du jetzt dieses Lebensmittel 5 Minuten kaust, ohne es herunterzuschlucken. Das ist ganz wichtig bei der Übung, dass du jetzt nur diesen Speichel, der sich dabei bildet, dass du den runterschluckst, aber das Lebensmittel selber nicht. Ja? Es geht darum, das 5 Minuten zu halten. Und dann beobachte mal, wie zum Beispiel ist die Konsistenz, wie verändert sich der Geschmack. Schmeckt das wirklich so gut, wie du dir das immer so vorstellst oder wie du das in deinem Schnellgang wahrnimmst? Oder verändert sich der Geschmack, wenn du jetzt länger kaust? Ja, lass dich mal drauf ein. Setz dich dazu wieder aufrecht hin. Die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann lege wieder deine Hände auf. Und dann atme erstmal ein und aus. Die Augen bleiben jetzt geschlossen. Und dann nimmst du dein Lebensmittel und dann halt es erstmal unter die Nase. Riech mal kurz dran. Wie riecht es? Und dann nimmst du dieses Lebensmittel jetzt in deinen Mund hinein und hältst es 5 Minuten in deinem Mund. Erst dann darfst du es runterschlucken. Und jetzt ganz langsam kauen.
Oh, jetzt kannst du es langsam runterschlucken. Oh, wenn du merkst, hast alles runtergeschluckt, kannst du auch langsam die Augen wieder öffnen. Wie ging es dir? Oh, ganz schön schwere Übung, ne? 5 Minuten an einem Stück kauen ist nicht so einfach. So gut hast du dein Lebensmittel noch nicht eingespeichert, oder? Ja, wenn du das regelmäßig übst, dann gehst du auch viel bewusster mit deinem Essen um oder mit deinem Essverhalten um. Und umso besser du ein Lebensmittel einspeicheln kannst, umso leichter hat es deine Verdauung, dein Magen, dein Darm, die ganzen Bestandteile aufzuspalten. Du kriegst weniger Magenprobleme. Und du isst nicht so viel. Das hat auch den Vorteil, weil umso langsamer du kaust und umso langsamer du isst, umso weniger isst du. Dein Sättigungsgefühl tritt meist so nach 10 Minuten ein. Und es ist eigentlich vollkommen egal, wie viel du gegessen hast. Das ist einfach so ein Mechanismus, der vom Körper her so abläuft. Also, wenn du deine Nahrung aufspalten kannst und es ziemlich in die Länge ziehen kannst, hast du eine gute Methode auch, um abzunehmen, wenn du abnehmen möchtest. Gut. Dann war es das heute. Ich hoffe, ich habe dir noch etwas Gutes gezeigt, wie du heute zum Beispiel mit deiner Nahrung umgehen darfst. Probier es aus. Und wie gesagt, wenn du es regelmäßig übst, dann wird es ein leichtes, dich auf eine gesunde Ernährung einzustellen. Dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lolita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss!